In einer lockeren Reihe stellen wir dieses Jahr in Perspektiven die heiligen Schriften der Weltreligionen vor. Heute geht es um den Pali-Kanon, die Sammlung der Lehrreden Buddhas. Sie wird von praktisch allen buddhistischen Traditionen als verbindlich anerkannt. Allerdings ist dieser Kanon so umfangreich, dass nur wenige ihn auch wirklich kennen. Der buddhistische Lehrer Akin Shano Mark Weber befasst sich seit vielen Jahren mit dieser alten Weisheitstexten und versucht, sie in die Sprache des 21. Jahrhunderts zu übersetzen. Lorenz Marti hat ihn getroffen. Eigentlich heißt er Markus Weber und stammt aus Bern. Doch Mitte der 80er Jahre wurde er buddhistischer Mönch in der Tradition des Theravada und bekam den Namen Akin Shano. Er absolvierte eine buddhistische Ausbildung in verschiedenen Klöstern und lernte Pali, um den Kanon im Original lesen zu können. Nach 20 Jahren Mönchsleben legte er 2005 sein Ordensgewand ab. Heute unterrichtet Akin Shano als buddhistischer Lehrer in ganz Europa und lebt mit seiner Frau in Köln. Ekang samayang bhagava varanasiyang viharati sipatane migadaye. Tatrako bhagava panchavagye bhikkhu amantesi dveme bhikkhave anta pabbajitena nasevitaba katamedve yojayang. Mit diesen Worten beginnt der Pali-Kanon, die älteste vollständig erhaltene Textsammlung des Buddhismus. Es ist eine Überlieferung der Lehrdarlegungen des Buddha, die aus dem Pali stammt. Das Pali ist ein Dialekt, kommt aus der vedischen Sprache und in dieser Sprache, im Wesentlichen einer mündlichen Sprache, sind die Lehrreden des Buddha gegeben oder gesprochen worden. Und die Tradition hat diese Lehrreden, die der Buddha in 45 Jahren seines Lehrdarlegens an Menschen weitergegeben hat, die Tradition hat diese aufbewahrt. Es sind also nicht philosophische Schriften, sondern es sind im Wesentlichen die im Gedächtnis aufbewahrten Darlegungen des Buddha. Und die sind sehr situativ. Also er hat sie unter bestimmten Umständen für eine bestimmte Person oder eine Personengruppe gesprochen. Das sind Begegnungen, konkrete Fragen, manchmal Debatten. Einige dieser Darlegungen sind hochphilosophisch, andere sind gleichnishaft, wieder andere sind im Stile platonischer Dialoge, schulmäßig. Wieder andere sind fast mythologisch durchsetzt. Es ist eine große Bandbreite an Darlegungen von beträchtlicher psychologischer Brisanz und von großer Wärme und Menschlichkeit. Der Pali-Kanon ist riesig. Die in ihm versammelten Texte stellen eine umfangreiche Bibliothek dar. Kaum jemand hat sie ganz gelesen. Selbst in buddhistischen Ländern beschränken sich die Kenntnisse auf ein paar wenige zentrale Texte. Zum Beispiel die Lehrrede über die rechte Anschauung. Dem Sonnenaufgang, Mönche, geht als Vorläufer und erstes Anzeichen die aufsteigende Morgenröte voran. Ebenso, Mönche, geht allen heilsamen Geisteszuständen als erstes Anzeichen die rechte Anschauung voraus. Eine Aussage über eine zentrale Qualität in der Lehre des Buddha, nämlich jene der rechten Anschauung, aus der Anguttara Nikaya, aus dem Zehnerbuch, das 121. Stück. Ein weiteres Zitat über die Voraussetzungen zur rechten Anschauung aus der mittleren Sammlung, die 43. Lehrrede. Wovon hängt ab, dass es zu rechter Anschauung kommt? Es hängt von zwei Voraussetzungen ab. Von dem von anderen Vernommenen und von weisem Ergründen, gründlichem Erwägen. Vielleicht darf ich hier nachschieben. Der Buddha geht davon aus, dass wir zwei große Quellen haben, wie wir zu rechter Anschauung gelangen können. Das eine ist, was wir durch andere aufnehmen können. Zur Zeit des Buddha war das Hören. Es gab keine schriftlichen Texte. Und die andere große Quelle ist die Ergründung oder das Erwägen und Untersuchen der eigenen Erfahrung. Und zwar in einer weisen Form, in einer
tauglichen Form der Aufmerksamkeit, wie sie unserem eigenen Erleben zugerichtet ist. Buddha lebte im 5. Jahrhundert vor Christus in Nordindien. Wie das zu seiner Zeit üblich war, wurden seine Lehrreden auswendig gelernt und mündlich weitergegeben. Deshalb heißt es in der Einleitung zu jedem Sutra, so habe ich es gehört. Der Buddha hat in einer Zeit gelebt, in der es eine bereits ausgefeilte Überlieferungs- und Erinnerungstechnik gab. Die vedische Tradition hat großen Wert auf die mündliche Überlieferung ihrer Veden gelegt und hat Leute dazu ausgebildet. Und der Buddha hat also in einer Zeit gelebt, in der Menschen Dinge auswendig lernen konnten und dem großen Wert beigemessen haben. Nach dem Tode des Buddha ist die Mönchsgemeinschaft zusammengetreten und hat die Überlieferungen zusammengetragen. Und da haben mehrere Männer eine große Rolle gespielt, unter anderem Ananda, das ist ein Mann, der ein Schüler des Buddha war, ein Cousin auch von ihm, der hat über viele Jahre, über 20 Jahre den Buddha begleitet. Und die meisten der Lehrreden, die uns heute überliefert sind, stammen aus seinem Gedächtnis. Und die Mönchsgemeinschaft hat die rezitieren lassen anlässlich dieses ersten Konzils und hat dann verschiedenen Gruppen von Mönchen die Aufgabe erteilt, im Kollektiv diese Lehrreden auswendig zu lernen und zu überliefern. So entstand in den ersten Jahrhunderten nach dem Tode Buddhas eine reiche mündliche Tradition. Dabei erfuhren die Texte auch Veränderungen. Weil aber ganze Mönchsgruppen an diesem Überlieferungsprozess beteiligt waren, konnte es nicht zu Fälschungen kommen. Verschiedene Mönchsgruppen haben verschiedene der großen Lehrredensammlungen, es gibt deren 5, im Wesentlichen überliefert, teilweise unabhängig voneinander und haben sich aber immer wieder zusammengefunden und die gemeinsam rezitiert und so im kollektiven Gedächtnis bewahrt. Und so unglaublich es für westliche Ohren klingen mag, eine mündliche Überlieferung ist möglicherweise durchaus präziser als eine schriftliche, weil ein Kollektiv, das gemeinsam rezitiert, jeder, der das jemals versucht hat, wird merken, stolpert, wenn einer einen Fehler macht. Und es ist offenkundig, dass da was nicht stimmt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich 25 Leute bei der Rezitation eines Textes an derselben Stelle in derselben Weise irren. Ja, also da findet eine Art Korrektiv statt, das in diese Tradition eingebaut ist. Gut 300 Jahre lang wurden die Texte mündlich weitergegeben, bis sie im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit in einem Felsenkloster in Sri Lanka erstmals aufgeschrieben wurden. Und zwar nicht auf Papier, sondern auf Palmblätter. Man hat junge Palmblätter genommen, ungefähr 1 Meter Länge, sie zurechtgeschnitten auf rechteckige, längsfaserige Palmblattstücke und auf diesen jungen Palmblattstücke, die nach einiger Behandlung beschreibbar geworden sind, mit einem Stachel, so einem Holzinstrument, an dem ein Metallstachel war. Und mit dem hat man diese Pali-Texte eingekratzt. Dann hat man das Blatt mit Öl abgerieben und die Schrift ist schwarz hervorgetreten. Das ist eine Technik, die man heute noch sehen kann. Mittlerweile hat der Buchdruck auch Südostasien erreicht, wo diese Technik Berühmtheit erlangte und wird diese Technik ersetzen. Also die Palmblattmanuskripte, die wir heute haben, sind die letzten, die es geben wird. Buchdruck und Internet lösen die Palmblätter ab. Das hat auch Vorteile. Waren die Texte früher nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten zugänglich, so stehen sie heute allen zur Verfügung, in Pali und in vielen Übersetzungen. Den Text, den ich vorhin vorgelesen habe, den habe ich von einem Computer abgelesen. Die Texte sind in Original Pali in verschiedenen Schriften mittlerweile virtuell zugänglich. Sie sind nicht mehr das ausschließliche Privileg einer Mönchskultur, die diese überliefert, auslegt und predigt, sondern sie sind wirklich zugänglich. Ayameva Aryo Atangiko Makko Seyatidang Sammaditti Sammasankapo Sammavaja Sammakamanto Sammajivo Sammavayamo Sammasati Sammasamadi Ayankoso Bikave Majjima Patipata Dathagatena Visambuddha Jakukarani Jnanakarani Upasamaya Abhinyaya Sambodaya Nibbanaya Sangvatati. Der Pali-Kanon besteht aus 3 Teilen, die Körper genannt werden.
weil die auf Palmblätter geschriebenen Texte in Körben gesammelt wurden. Die Pitaka, der Dreikorb oder der Dreierkorb, der aus dem einen Korb besteht, aus den Lehrreden, den Suttas, der zweite Korb, behandelt ausgiebig die klösterliche Lebensweise, die Mönchs- und Nonnendisziplin, das ist der Vinaya Pitaka, und eine etwas später verfasste Sammlung, die sich der Abhidhamma Pitaka nennt, das ist der Versuch einer Systematisierung, einer Ausarbeitung der Prinzipien, aufgrund derer die Lehrreden dargelegt wurden. So umfangreich und komplex die drei Körper auch sind, so einfach ist im Wesentlichen ihre Botschaft. Also nach seiner eigenen Aussage unterrichtet der Buddha eigentlich nur zwei Dinge, und das ist die Entstehung dessen, was er Leiden nennt, Dukkha. Man könnte dieses Wort vielleicht besser mit Ungenügen übersetzen. Also die Entstehung der psychologischen Erfahrung von Ungenügen in unserem Leben und die Aufhebung dieser Erfahrung. Das ist nach seiner eigenen Aussage das, was ihn interessiert. Der Buddha ist kein Metaphysiker. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Buddha eine große Radikalisierung vorgenommen hat der indischen Tradition, in der er eigentlich aufgewachsen ist. Er stellt in den Mittelpunkt seiner Darlegung die Selbstergründung und die Ausbildung von befreiender Erkenntnis. Das ist sein großes Anliegen. Dazu hat er meditative Anleitungen gegeben, er hat ethische Anleitungen gegeben, er hat ganz handfeste praktische Ratschläge gegeben und er hat eine subtile Darlegung über die Möglichkeiten des Menschenherzens sich zu schulen gegeben. So, das ist sein großer Beitrag. Und dieser Darlegung ist eigentlich sein ganzer Kanon gewidmet. In einem auffälligen Kontrast zur Nüchternheit von Buddhas Lehre steht der üppige Umfang des Pali-Kanons. Warum brauchen seine Darlegungen tausende von Seiten? Nun, Menschen sind komplex und unsere Verstrickungen sind vielfältig, unsere Möglichkeiten und Tugenden sind vielfältig. Nun hat der Buddha auch ganz verschiedene Menschen begegnet und das zeichnet ihn aus, dass er nicht ein philosophisches System darlegt, sondern er begegnet Menschen. Er spricht also mit einem Kind anders als mit einem Philosophieschüler. Er spricht mit einem armen Baumbauern anders als mit einem reichen Kaufmann. Und er ist ein großartiger Pädagoge. Es ist ihm ein Anliegen, Leute nicht nur eine Wahrheit zu dozieren, sondern sie zu einer Verwirklichung dieser Wahrheit anzuleiten. Und da ist er erstaunlich erfindungsreich. Er ist sehr praktisch. Einem seiner Mönche, der sagte, ich kann so viele Regeln nicht halten, das ist mir zu kompliziert, sagte, halte diese, kümmere dich um das. Und ein anderer, der hat gesagt, ich verstehe deine Meditationsanweisungen nicht, ich verstehe das mit der Vergänglichkeit nicht. Ja, und der Buddha hat ein weißes Tuch genommen, hat ihn angehalten, dieses weiße Tuch mit seinen sauberen Händen zu reiben. Und das weiße Tuch, trotz der sauberen Hände, ist sehr bald einmal braun geworden. Und er hat ihm das Gleichnis hier beigebracht, dass er unter selbst günstigsten Umständen, wie sauberen Händen und einem weißen Tuch, dass eine Verfärbung stattfindet. Ja, dass Dinge nicht das bleiben, was sie sind. Dass diese nicht abwendbare Unbeständigkeit alles durchzieht, was er erleben kann. Und auf solche Weise hat der Buddha ganz vieles ganz praktisch gemacht. Wie Jesus spricht auch Buddha oft in Gleichnissen und Bildern. Den unruhigen menschlichen Geist etwa vergleicht er mit einem Affen, der sich von Ast zu Ast schwingt. Diese Unruhe erzeugt Leiden, und dieses Leiden muss nicht sein. Der Buddha sagt, dass wir gänzlich frei sind. Also wir sind in unserem Innersten erleuchtungsfähig, wir sind glücksfähig, wir sind fähig der Freiheit. Das ist wichtig zu hören, weil die große Darlegung des Buddha ist eine Darlegung, die den Leidensaspekt sehr ins Zentrum rückt. Und es ist wichtig zu wissen, dass der Buddha dieses Interesse an der Dynamik, das Entstehen und die Aufhebung von Leiden auf dem Hintergrund wählt, dass dieser Geist gänzlich glücksfähig ist. Was der Mensch häufig aufgreift und erwägt, danach neigt sich sein Herz. Das ist so knapp, dass man es noch wiederholen muss. Was der Mensch häufig aufgreift und erwägt, danach neigt sich sein Herz. In dieser
kleinen Aussage wird erfasst, dass wir den Dingen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, dass wir diesen Dingen zu gleichen beginnen. Wenn ich meine Aufmerksamkeit an Dinge schenke, die mich aufwühlen, die mich erregen, die mich verängstigen, die mich verstören, dann wird mein Geist diese Verfassungen erleben. Er wird erregt, er wird verängstigt, er wird aufgewühlt. Wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die diesen Geist fein werden lassen, die ihn stillen, die ihn besänftigen, dann wird die Qualität dieses Geistes still, feiner und sanfter. In dieser kleinen Aussage finden wir die Grundlage für die gesamte meditative Tradition, nämlich, dass es möglich ist, diesen Geist zu schulen, indem wir ihn dazu anhalten, seine Aufmerksamkeit, seine Achtsamkeit, sein Gewahrsein mit Dingen abzugeben, die ihm heilstauglich sind, also die ihn klarer machen, die ihn stiller machen, die ihn erkenntnisfähiger machen. Darin liegt die gesamte meditative Tradition begründet, in dieser kleinen Aussage. Der Pali-Kanon kennt, im Unterschied zu den heiligen Schriften anderer Religionen, keinen Gott. Die Transzendenz kommt nicht vor. Es geht vielmehr um konkrete Wege zur Überwindung des Leidens hier und jetzt. Im klassischen Sinn ist dieser Kanon deshalb auch keine heilige Schrift, meint Akinchano. Nein, ich würde sie nicht heilig nennen. Was darin anzutreffen ist, sind Ausführungen einer Prinzipienwelt, ja, die gewichtig ist. Die wird in der Sprache des Pali Dhamma genannt. Das sind die Manifestationen von Prinzipien dieser Wirklichkeit. Und die Schrift spricht über diese und versucht Menschen darin zu unterstützen, Perspektive und Kompetenz im Umgang mit ihrem eigenen Erleben zu gewinnen. Und der Glaube an eine heilige Schrift oder an die Heiligkeit hat herzlich wenig Wirkung. Es ist so, wie wenn ich einen Schlüssel habe und ich stecke in einem Kerker und jemand gibt mir diesen Schlüssel durch. Es geht da hindurch und ich hänge diesen Schlüssel an die Wand und bete ihn an als heilig. Bei allem Respekt, der eine solche Geste innewohnt, es befreit mich nicht aus diesem Kerker. Buddhas Aufforderung wäre vielmehr, erkenne die Wirkung dieses Schlüssels und steck ihn ins Schloss, dreh auf und befreie dich, geh raus. Die Texte des Kanons sind also keine Glaubenstexte, sondern Anweisungen zu einem gelingenden Leben. Glauben nützt eigentlich herzlich wenig. Die Kraft dieser Darlegungen ergibt sich aus der Verarbeitung der Inhalte und einer Reibung dieser Inhalte am eigenen Erleben. Die Überprüfung ist von großer Wichtigkeit und der Nachvollzug, der eigene anschauliche Nachvollzug dessen, wovon in diesen Darlegungen die Rede ist, ist das, was uns wirklich wachsen lässt. Das ist eine gewaltige Ermächtigung für das 5. Jahrhundert vor unserer Zeit. Ich kenne niemanden und keine andere Aussage aus dieser Zeit, die Menschen so sehr in die Selbstverantwortung stellt. Berühmt ist in dem Zusammenhang Buddhas Pfeilgleichnis. Es handelt von einem Mann, der von einem Giftpfeil getroffen wird. Dieser Pfeil symbolisiert das Leben in seiner Vergänglichkeit und Unbeständigkeit. Statt sich nun vom Arzt helfen zu lassen, möchte der Verwundete zuerst wissen, wer den Pfeil abgeschossen hat, wie der Schütze heißt, wie groß er ist, welchen Beruf und welches Alter er hat. Auch möchte er bis in alle Details erfahren, wie der Bogen beschaffen war und der Pfeil, der ihn getroffen hat. Der Mann, so Buddha, der Mann würde sterben, bevor alle seine Fragen beantwortet wären. Der Buddha ist ein Pragmatiker. Er sagt, siehst du, das Erste, was du jetzt brauchst, ist Hilfe. Nicht eine Erklärung, sondern du brauchst konkrete, handfeste Hilfe. Leute, die deine Wunde öffnen, deinen Pfeil rausnehmen, das Gift raussaugen und dich verarzten. Wenn dich die Fragen noch interessieren hinterher, können wir uns diesen Fragen zuwenden. Wenn du insistierst, dass den Fragen Vorrang gewährt wird, wirst du deine Verwundung nicht überleben. Buddha versteht sich als Arzt und die Medizin, die er verordnet, ist seine Lehre.
Es geht dabei aber nicht nur um das eigene Heil, es geht auch um das Heil der anderen. Beides ist eng miteinander verknüpft. Das zeigt etwa die Geschichte vom Bambusakrobaten und seiner klugen Gehilfin, ein heiteres kleines Gleichnis. Einstmals, ihr Mönche, gab es einen Bambusakrobaten. Der richtete den Bambus auf und sprach zu seiner Gehilfin Medakatalika: Komm, liebe Medakatalika, erklimme den Bambus und stelle dich auf meine Schulter. Ja, Meister, erwiderte die Gehilfin Medakatalika, erklomm den Bambus und stellte sich auf die Schultern des Meisters. Da sprach ihr Mönche, der Bambusakrobat, zu seiner Gehilfin Medakatalika: Du, liebe Medakatalika, achte auf mich, und ich werde auf dich achten. Wenn so jeweils einer den anderen bewacht, einer auf den anderen achtet, dann werden wir unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen. Auf diese Worte erwiderte Medakatalika, die Gehilfin dem Meister: So wird nichts daraus, Meister. Achte du auf dich selber, Meister, und ich werde auf mich achten. So werden wir, wenn jeder sich selber bewacht, jeder auf sich selber achtet, unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen. Auf sich selber achtend, ihr Mönche, achtet man auf die anderen. Auf die anderen achtend, achtet man auf sich selber. Unsere Akrobatin hier macht eine zentrale Aussage. Ihr Meister macht eine Aussage, sie widerspricht ihm. Und der Buddha unterstützt eigentlich das Mädchen, indem er sagt, das Mädchen habe recht gehabt. Und unsere Darlegung bezieht sich also einerseits auf konkrete Übung. Das Kontext ist der Grundlagen der Achtsamkeit. Und er bezieht sich auf die Ethik. Und er bezieht sich, und das ist das Faszinierende, auf den Zusammenhang zwischen einer Achtsamkeit, die sich selber schützt und die andere schützt. Also die den ganzen Dualismus, entweder passe ich mir auf mich auf oder ich passe auf dich auf, aus den Angeln hebt. Ye ke jibana bhuta titasa va tavara va anavase sa diga va ye ma anda va mandrima rasaka nukatulla dinda va ye ja. Pali-Texte tönen für westliche Ohren fremd. Das ging ursprünglich auch Akinchano Mark Weber so, denn aufgewachsen ist er mit der Bibel. Wenn er heute den Pali-Kanon mit den biblischen Schriften vergleicht, dann fällt ihm auf, dass es Ähnlichkeiten gibt, punkto Textvielfalt und Textgattungen, vor allem aber auch in Bezug auf die gemeinsamen ethischen Werte. Dann stellt er aber auch einen entscheidenden Unterschied fest. Wenn ich als Buddhist und auch als jemand, der im Christentum aufgewachsen bin, mir heute aus vielen Jahren Perspektive und auch durchaus aus einer Wertschätzung für die judeo-christliche Tradition, aus der ich eigentlich stamme, auf die Bibel schaue, dann fällt mir auf, dass der Weisheitsaspekt zu kurz kommt. Also etwas, was mir dramatisch fehlt, wenn ich heute in die Bibel schaue, ist die Schulung, die Ausprägung, die Differenzierung, die Rolle von Weisheit oder einer intuitiven Weisheit. Da ist einfach viel, viel weniger, wenn ich die Bibel mir anschaue. Und zwar, ich meine jetzt die neutestamentarische, in der jüdischen Bibel, da ist sehr viel die Rede von Weisheit. Ein anderer Aspekt, der mir auffällt, das ist an ganz praktischen Anleitungen, wie der menschliche Geist zu schulen sei, gebrecht. Also ich denke jetzt an eine handfeste meditative Tradition, die konkrete psychologische Hilfestellungen gibt. Das fehlt, wenn ich in die Bibel blicke. Umgekehrt gibt es in der Bibel Aspekte, die der ehemalige Christ und heutige Buddhist Akinchano in der buddhistischen Tradition leise vermisst. Ich glaube, was mich an der Bibel fasziniert, sowohl der jüdischen Bibel als auch der neutestamentlichen, ist das Du, das dort auftaucht. Der Gott, von dem hier die Rede ist, der bietet sich an als ein Du, als eine Beziehung, als etwas, das ich ansprechen kann. Der redet. Das ist aus Sicht eines Buddhisten faszinierend. Weil in einer nicht-theistischen Darlegung unserer großen
Daseinszusammenhänge, wie sie die buddhistische eine ist, habe ich kein solches Du als Gegenüber. Ich rede mit der Leerheit oder ich bin mit der bedingtem Entstehen oder ich bin mit der Soheit vielleicht in Vertrauen, aber die Konkretheit und die Personenbezogenheit, dass das Metaphysische mit mir redet oder in Dialog tritt oder einen Bund mit mir schließt oder wie immer wir das fassen mögen, das ist faszinierend aus der Sicht eines Buddhisten. Trotz der Wertschätzung der biblischen Tradition denkt Akinchan noch nicht an eine Rückkehr zu seinen christlichen Wurzeln. Er hat im Buddhismus seine Wahlheimat gefunden. In ihr fühlt er sich zu Hause. Mir ist diese Wahlheimat eine Wahlheimat geworden, weil sie mir plausibel erscheint. Und zugleich anerkenne ich in dem Du, das spricht, mich als Geschöpf anspricht, durchaus eine Attraktion. Ich sehe, das ist eine der großen Leistungen der abrahamitischen Traditionen. Eteko bhikkave ubo ante anupagamma majjima patipada tathagatena abhisambuddha jakku karani jnana karani upasamaya abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati. Katamajasa bhikkave majjima patipada tathagatena abhisambuddha jakku karani jnana karani upasamaya abhinyaya. Der Pali Kanon. Für viele hier im Westen ist diese älteste Sammlung der Lehrreden Buddhas ein Buch mit 7 Siegeln. Eines, das zu entdecken sich lohnen würde, meint Akinchano Mark Weber. Der Umfang dieser Texte lässt es ein bisschen überwältigend erscheinen, sich ihnen überhaupt anzunähern. Dennoch, ich möchte so etwas wie eine allgemeine Ermutigung aussprechen, weil die Lehrreden das Leben des Menschen zum Thema haben. Sie haben die Befreiung des Menschenherzens von seinen Schmerzen, von seinen Verstrickungen und von seinen Fairnessen zum Thema. Was ich empfehlen würde, ist den Erwerb einer Anthologie oder von Textsammlungen und das Mutige einfach hineinspringen und lesen. Manchmal gibt es Anthologien von Zitaten aus diesen Lehrreden, ganz kleine, zugängliche Lesefrüchte und vielleicht ist das ein erster Einstieg. Und zum Schluss jetzt ein letzter Text aus dem Pali-Kanon, diesem Korb voller Weisheit. Was es immer an lebendigen Wesen geben mag, seien sie groß oder klein, fern oder nah, schon geboren oder ihre Geburt erwartend, alle seien sie beglückten Herzens. Undanga doja tirianja sambadanga veranga sapatang ditanjarang nisinova sayanova yavata savigatamido etang zatinga dindeya brahma medang viarang indama uditinjanupagamma silavadasanena sambanno game suvineya gedang naijatu gamma seyang bunnareti.